Die Lage in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten bleibt weiter angespannt. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Toten mittlerweile nach Behördenangaben auf mindestens 50 gestiegen. Mehr als 1000 Menschen gelten als vermisst. Das könnte auch daran liegen, dass das Mobilfunksystem teilweise zusammengebrochen ist. Das Ahrtal ist über Zufahrtsstraßen nicht mehr zu erreichen und gilt als von der Außenwelt abgeschnitten. An öffentlichen Gebäuden ist heute Trauerbeflaggung angeordnet. Die Polizei hat die Überschwemmungsgebiete in Trier weiträumig abgesperrt. Aufmerksam verfolgen die Behörden die Wassermengen. Die Pegelstände der Kyll sind in der Nacht rückläufig, ebenso wie an den meisten Stellen der Mosel. Ein Hoffnungszeichen nach der Katastrophe. Im Stadtteil Erang steht das Wasser am Morgen aber noch in vielen Straßen. Teilweise dürfen die ersten Bewohner in ihre Häuser zurück. Ich muss sagen, jetzt der erste Eindruck hier, das sieht ja aus wie ein Schlachtfeld, wie ein Zettel, eine Bombe. Eingeschlagen, das ist echt heftig. Also ich krieg da echt nur noch Gänsehaut. Im Norden von Rheinland-Pfalz bringen Hubschrauber Lebensmittel nach Altena. Die Ortschaft wurde von den Fluten besonders hart getroffen, ist weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Die Trinkwasserversorgung ist weitgehend zusammengebrochen, auch Strom gibt es nicht mehr. Zudem bringen Rettungshubschrauber eingeschlossen aus Altena in Sicherheit. Gleichzeitig läuft die bundesweite Hilfe an. Hunderte Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg sind auf dem Weg in die Katastrophengebiete in Rheinland-Pfalz. Am Morgen besuchte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer das Lagezentrum in Trier. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte sie, wie sie künftig mit den zunehmenden Gefahren von Extremwetterereignissen umgehen will. Rheinland-Pfalz ist ein Land, was Hochwasser kennt. Das heißt, wir haben schon immer viele, viele Millionen ausgegeben, um Hochwasserschutz sicherzustellen. Und seit einigen Jahren arbeiten wir auch mit unseren Kommunen an Hochwasserschutzkonzepten für solche Starkregenereignisse. Was allerdings gestern passiert ist und vorletzte Nacht, das hat einfach alle Dimensionen gesprengt. Auch da wird ein Schutz immer, ja, kann nicht alles zurückhalten. Diese Wahnsinnswelle, die da eingebrochen ist, die kann man letztendlich dann auch nicht mehr nur schützen. Insofern werden wir weiter vorantreiben, dass unsere Gemeinden auch dort, wo man noch nie ein Hochwasser gesehen hat, das ist ja die neue Realität, dass man sich dort schützt, es stärker schützt in den Gemeinden. Aber klar ist auch, dass man das sehr realistisch einschätzen muss. Wir müssen vor allem die Ursache beseitigen, weil das Ausmaß dieses Einsturzes, was über uns gekommen ist, das wird man nicht nur durch Hochwasserschutz eindämmen können. Auch in Nordrhein-Westfalen gehen die Bergungs- und Aufräumarbeiten weiter. Nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sind 23 Städte und Kreise von Überschwemmungen betroffen. In Erftstadt bei Köln versuchen Rettungskräfte, Menschen aus unterspülten Häusern zu befreien. Wegen der Regenfälle und der starken Zuflüsse laufen Talsperren über oder drohen zu bersten. Die Landesregierung berät am Vormittag in einer Sondersitzung über Hilfen für die betroffenen Regionen. Eigentlich ist sie ein kleiner Fluss, die Erft in der Nähe von Köln. Hier flutet sie eine ganze Bundesstraße. Autofahrer können sich vor dem Wasser gerade noch retten. Ja, ich stand vor der Kreuzung. Auf einmal ist das Wasser innerhalb Sekunden angestiegen. Bestimmt auf 1,50 Meter. Ich hatte vorher gesagt, fahren Sie mal hier rechts hoch und stehen wir ja hier auf der Anhöhe. Ja, die Leute sind ja, das ist wahnsinnig. Sie sind ja am Schrei, Hilfe. Ja, das ist nicht mehr normal. Dann erreicht das Wasser den Ort Erftstadt, Stadtteil Blessem, wo in der Nacht eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise einstürzt. Dort wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Feuerwehr und Polizei sind in vielen Teilen NRWs im Dauereinsatz. In vielen Orten wie in Zwisttal bei Bonn kämpfen Menschen um ihr Hab und Gut. Dankeschön. Wir haben verloren, die Zwist ist im Garten. Und dann hatte ich knapp 5 Minuten Zeit, meine Sachen rauszuholen. Vielerorts drohen Talsperren zu brechen, wie die Steinbach-Talsperre in der Nähe von Euskirchen. Andere, wie die im Ruhrtal, laufen bereits über. Und wir fragen nach bei Christian Hoch in Erftstadt, Blessem in Nordrhein-Westfalen. Das ist der Ort, den wir gerade im Beitrag gesehen haben. Was können Sie uns zur Situation nun vor Ort sagen? Also es ist grundsätzlich gerade ziemlich schwierig, an gesicherte Informationen zu kommen, auch an sozusagen die Orte zu kommen. Es ist teilweise alles abgesperrt. Wir haben es jetzt gerade an einen Ort geschafft, wo sozusagen Einsatzkräfte der Feuerwehr
ja, sich zum Teil wechseln. Also hier kommen zum Teil auch traumatisierte Einsatzkräfte hin, die eben in der Nacht im Einsatz gewesen sind. Und da haben sie uns gerade gesagt, also sie haben bestätigt sozusagen, dass sie damit zu kämpfen hatten, Leute aus einstürzenden Häusern, an absackenden Häusern rauszuholen, die unterflutet werden wegen der übertretenden Erft, wegen den reißenden Strömungen in der Stadt, im Stadtteil Blessem. Teilweise sei es dann dort aber so gewesen, dass die Leute es nicht richtig wahrhaben konnten und realisieren konnten, dass da wirklich gerade ihr Hab und Gut wegschwimmt und das Haus einstürzt. Und dann sind sie trotz der Warnungen, trotz der Sirenen, trotz der eindringlichen Worte der Einsatzkräfte irgendwie wieder zurückgegangen. Das wurde uns hier zumindest so gesagt. Und das war natürlich auch für die Einsatzkräfte sehr schwierig. Wie haben denn die Rettungskräfte die Menschen dann trotzdem aus ihren Häusern gebracht? Ja, sie haben natürlich nochmal alles irgendwie versucht, nochmal drauf eingeredet und dann zum Teil auch tatsächlich nochmal mit Rettungshubschraubern die Leute evakuiert. Auf dem Weg hierhin haben wir auch noch ganz, ganz viele davon gesehen. Die kreisen auch jetzt gerade noch über uns. Es fahren hier Fahrzeuge vom Technischen Hilfswerk vorbei. Blaulicht, also auch immer noch heute ist hier nicht Entwarnung, sondern in Blessem, in Erftstadt, ist es eigentlich immer noch mit am dramatischsten. Können Sie sich erklären, warum die Menschen also in einsturzgefährdete Häuser zurückgehen? Haben Sie vielleicht auch Angst vor Plünderungen? Das kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau beantworten. Also das wäre jetzt tatsächlich Spekulation, was die Einsatzkräfte so zum Teil gesagt haben. Dass es natürlich im ersten Moment schwierig ist, irgendwie zu realisieren, was man sich innerhalb von Jahrzehnten teilweise aufgebaut haben, dann so von einem gehen zu sehen. Das ist sozusagen der erste vorsichtige Erklärungsansatz, aber genaue Informationen haben wir da noch nicht. Wir werden auch noch mal versuchen, mit Anwohnern zu sprechen, natürlich. Und wie sieht es denn mit der Hilfsbereitschaft für die betroffenen Menschen aus? Welche Angebote bekommen Sie? Also was man sagen muss, wir haben ja auf dem Weg auch schon tatsächlich Menschen gesehen, die irgendwie sich unterhalten haben, die sich solidarisch gezeigt haben, die einfach zum Beispiel auch Mut zugesprochen haben. Wie genau die Hilfen hier in dem betroffenen Stadtteil aussehen, das können wir auch noch nicht genau sagen. Ich höre auch gerade im Hintergrund nochmal Sirenen. Also hier ist an sozusagen, wie wir das wieder aufbauen können, in Zukunft noch gar nicht zu denken. Hier geht es jetzt erstmal darum, weiter alles abzusichern und Schadensbegrenzung zu betreiben. Wo sind die betroffenen Menschen denn untergebracht? Wo hat man sie sozusagen, ja, wo hat man ihnen ein Dach über den Kopf geboten? Ja, also es wurden natürlich zum Teil Sporthallen freigeräumt oder sie haben sich irgendwie noch selbst Unterkünfte gesucht bei Verwandten etc. Es wurden auch noch weitere Einrichtungen eingerichtet, damit die Leute irgendwie Platz bekommen. Das werden wir uns gleich im weiteren Verlauf auch weiter anschauen. Dankeschön, Christian Hoch, für diese Schilderung. Und wir gehen gleich weiter zu Wolfgang Rossi aus unserer Frankfurter Wetterredaktion. Wolfgang, wie ist denn inzwischen die Lage? Wird dann noch immer mehr vom Himmel runterkommen an Regen? Also es kann noch regnen, also zumindest in Form von Schauern und Gewittern. Und das sagt ja schon, punktuell ist es noch möglich, dass was runterkommt. Das wird aber die Unwettersituation bzw. die Überschwemmungssituation nicht groß verschärfen. Das ist eigentlich nicht möglich. Das sind nur noch wenige Liter. Wir haben eine Grafik vorbereitet, die das zeigt, ganz gut, wie ich finde. 0 bis 2 Liter auf den Quadratmeter noch in Teilen Nordrhein-Westfalens, 1 bis 5 Liter in Teilen Rheinland-Pfalz, in Hessen und in Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg sind noch 5 bis 10 Liter auf den Quadratmeter drin. Wie gesagt, punktuell in Form von Schauern und Gewittern. Das ist dann also nicht mehr viel, was da runterkommt. In der Fläche sieht es danach aus, dass es wirklich aktuell durch ist. Da sollte es nicht weiter verschärft werden. Und wie sieht es im Moment an den Flüssen aus? Es ist so, dass wir hatten es ja vorhin schon in einem Beitrag gehört, dass die Pegel der Bäche in der Eifel rasant abnehmen. Das muss man wirklich sagen. Das Wasser fließt rasant ab. Die Mosel erreicht heute Morgen bei Cochem, oder heute Vormittag muss ich sagen, bei Cochem ihren Höchststand, ihren Scheitelpunkt. Das Ganze wird dann abfließen. Das Problem ist jetzt natürlich dann das Wasser, was im Rhein ankommt. Und wir sind gestern davon ausgegangen, dass der Pegel bei 9 Metern liegen könnte. Entschuldigung, der wird nicht
nicht ganz so hoch steigen, weil die Hochwasserwellen von Mosel und Rhein eben nicht zusammen dort eintreffen werden. Zuerst ist die erste Rhein-Hochwasserwelle durchgegangen, jetzt folgt das Wasser der Mosel und anschließend wieder das des Rheins. Das heißt aber auch in der Konsequenz, dass die Hochwasserlage in diesen Gebieten, also im Bereich Niederrhein, Köln und so weiter und folgendes, angespannt bleiben wird die nächsten 2-3 Wochen. Und das ist dann wieder unter Umständen schwierig, weil es in der Schweiz viel regnet. Das heißt, da kann in den nächsten Wochen eben noch mal was nachkommen an Regen über den Rhein, dass sich dann entsprechend dieses Hochwasser dort halten wird. Mhm. Dankeschön, Wolfgang Rossi, für diese Informationen. Wir werden sicherlich im Laufe des Tages noch mal mit Ihnen schalten. Nun, besonders hart getroffen haben die Unwetter die Gemeinde Kordel in Rheinland-Pfalz. Sie liegt im Landkreis Trier-Saarburg am Mosel-Nebenfluss Kyll. Und von dort ist mir jetzt telefonisch meine Kollegin Eva Lambi-Schmidt zugeschaltet. Frau Lambi-Schmidt, wie war die Nacht? Was können Sie berichten? Die Feuerwehrleute waren hier die ganze Nacht im Einsatz. Am Abend gab es noch zwei Brände, die gelöscht werden konnten in zwei Häusern, die unter Wasser stehen. Das Feuer ist wahrscheinlich entstanden, als der Strom gestern eingeschaltet wurde, gestern Nachmittag. Die genaue Ursache der Feuer ist aber noch unklar. Das Wasser ist jetzt wieder ein Stück zurückgegangen. Ich kann jetzt wieder zumindest 100 Meter laufen, da wo gestern noch Land unter war. Ich war gestern schon hier. Und jetzt geht es weiter mit Räumungsarbeiten, Keller auspumpen, Straßen auspumpen. Da ist die Feuerwehr jetzt dran. Also Straßen werden jetzt quasi freigepumpt, die tiefer liegen im Ort und wo das Wasser nicht abfließen kann von alleine. Und wie sieht es mit der Infrastruktur aus? Gibt es denn inzwischen wieder Strom und funktioniert auch das Mobiltelefon? Also Mobiltelefon funktioniert, weil wir telefonieren ja auch gerade. Ansonsten Strom ist zu Teilen wiederhergestellt, zumindest in den Häusern, die jetzt nicht akut betroffen waren. In den Häusern, wo die Stromkästen noch im Keller im Wasser sind, da geht das jetzt noch nicht, den Strom wieder anzuschalten. Trinkwasserversorgung war aber noch ein Thema. 22.000 Menschen waren gestern in der Verbandsgemeinde Trier-Land von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Die Trinkwasserpumpe in Kordel, die die Verbandsgemeinde zu großen Teilen mit Trinkwasser versorgt, ist jetzt wieder instand gesetzt. Also das läuft wieder. Und wie geht es jetzt weiter in Kordel? Kann mit den Aufräumarbeiten denn begonnen werden? Genau, da ist die Feuerwehr jetzt dran. Die werden jetzt in den Häusern, die jetzt schon frei liegen, die Keller nach und nach abpumpen. Und dann wird man eben sehen, auch wie groß die Schäden sind. In den Kellern sind natürlich auch Heiztanks gewesen von den Anwohnern. Da haben die einen großen Schaden. Und da ist auch einiges an Heizöl ausgelaufen. Das sieht man hier auf der Straße im Schlamm. Und das stinkt auch, ehrlich gesagt, bis zum Himmel. Das riecht man. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch. Und was so ein anhaltender Starkregen anrichten kann, lässt viele auch heute noch fassungslos zurück. Dass es aber so richtig heftig regnen würde, das überrascht Wissenschaftler schon lange nicht mehr. Meine Kollegin Karin Mioska hat darüber gestern Abend mit dem Klimaforscher Stefan Rahmsdorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung gesprochen. Das, was wir jetzt an Starkregen erleben, ist das erst der Anfang eines immer spürbareren Klimawandels? Was wir sagen können, ist, dass durch die Erwärmung Extremniederschläge zunehmen. Das ist übrigens seit den 1980er Jahren schon von den Klimamodellen so vorhergesagt worden. Und inzwischen zeigen auch die Messdaten diese Zunahme. Und die Physik dahinter ist auch im Wesentlichen verstanden. Können Sie die Physik ein bisschen erklären? Wie genau ist das zu erklären? Ja, der Haupteffekt ist, dass wärmere Luft mehr Wasserdampf nehmen kann, das ein Gesetz der Physik seit dem frühen 19. Jahrhundert schon bekannt. Pro Grad Erwärmung kann Luft 7% mehr Wasser halten und dann eben auch abregnen. Dazu kommen dann noch ein paar dynamische Effekte, das heißt durch veränderte Bewegung, Luftbewegung in der Atmosphäre, die jetzt noch nicht so im Detail verstanden sind, die aber dazu beitragen, dass sowohl Starkregen als auch längere Dürreperioden gleichzeitig zunehmen können. Das wollte ich genau fragen. Wird es künftig also noch häufiger zu solchen Regenfällen auf der einen Seite und zu Dürre auf der anderen Seite kommen? In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise brannten gerade die Felder.
Ja, denn die Niederschläge verändern sich so, dass gerade die stärksten Starkregen am meisten zunehmen, während der schwache Nieselregen eher abnimmt, eben aus physikalischen Gründen. Und der zweite Effekt ist, dass im Sommer die Westwindbewegung, die bei uns in den mittleren Breiten vorherrscht, sich verlangsamt. Und zwar, weil die Arktis sich etwa dreimal so schnell erwärmt hat wie der Rest des Globus. Und diese Temperaturdifferenz, die die Westwinde antreibt, wird dadurch schwächer. Und das bedeutet, dass eben sowohl Hoch- als auch Tiefdruckgebiete auch mal länger bei uns herumtrödeln können, gewissermaßen. Sie bleiben länger auf der Stelle stehen. Und dann wird aus ein paar schönen heißen Sommertagen dann eine Hitzewelle oder aus einem Tiefdruckgebiet dann ein Dauerregen. Wenn wir uns genau darauf einstellen müssen, müssen wir auch lernen, damit umzugehen. Wie können denn Städte und Infrastruktur besser schützen vor solchen extremen Wetterereignissen? Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Erwärmung stoppen. Das ist ja in Paris 2015 beschlossen worden. Jetzt müssen wir nur das Pariser Abkommen umsetzen. Und natürlich müssen wir uns auch an den schon erfolgten und unvermeidlichen Klimawandel anpassen. Bei Städten in puncto Hochwasser gilt es, erstmal die Hochwassergefahren zu kartieren. Das haben viele Städte ja auch schon gemacht, sodass man weiß, welche Straßenzüge sind potenziell gefährdet und so weiter. Und dann auch zum Beispiel wie Berlin große Auffangbecken zu bauen unterirdisch oder die Wasserversickerung zu begünstigen. Man kann begrünte Dächer dafür nehmen oder wie in chinesischen Städten zum Teil geschieht, große Parks anlegen, die dann überfluten, wo dann praktisch Überflutungsflächen im Fall von Hochwasser vorhanden sind, um erstmal das Wasser vorübergehend aufzunehmen. Herr Ramsdorf, Sie waren schon sehr lange vor diesen Auswirkungen, mit denen wir heute zu kämpfen haben. Böse formuliert, müssen wir das erst am eigenen Leib zu spüren bekommen, damit wir merken, dass wir wirklich was tun müssen für den Klimaschutz? Das scheint so zu sein. Wir haben die Risiken der globalen Erwärmung, der fossilen Energienutzung ja seit Jahrzehnten vorhergesagt. Damit meine ich die ganze Klimaforscher-Community. Aber letztlich, die Politik hat immer wieder viel versprochen, aber dann die nötigen Maßnahmen nicht ergriffen, immer wieder Klimaziele verfehlt. Und selbst solche Schockereignisse wie das Elbe-Hochwasser 2002, was Dresden unter Wasser gesetzt hat, haben ja offensichtlich nicht zu einem nachhaltigen Umdenken in der Politik geführt. Das heißt, welche Botschaft geht heute an die Politik von Ihnen? Es ist allerhöchste Zeit, jetzt endlich ernst zu machen mit dem Klimaschutz, Klimakrise wirklich als Krise zu sehen, die dringend gelöst werden muss, wenn wir weiteres Leid und hohe Kosten vermeiden wollen. Und wir schauen auch auf die Lage außerhalb Deutschlands. Denn genau wie das Coronavirus kennt das schlechte Wetter keine Grenzen. So sind auch die westlichen Nachbarländer Deutschlands betroffen von den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage. Vor allem die Benelux-Staaten Belgien, Luxemburg und die Niederlande melden schwere Schäden. Wassermassen, die Autos wie Spielzeug durch die Straßen schieben. Besonders betroffen von Hochwasser und Überschwemmungen Belgien und hier besonders der Osten des Landes. In Verviers, zwischen Lüttich und der deutschen Grenze gelegen, ist ein Fluss über die Ufer getreten und hat Teile der Stadt überflutet. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass mehrere Leichen gefunden wurden. Medienberichte von 4 Toten konnten nicht bestätigt werden. Lokale Medien berichten, dass von einer Talsperre Wasser abgelassen werden musste, was die Hochwasserlage noch verschärfte. In der Nacht galt eine Ausgangssperre, um Plünderungen zu verhindern. Behelfsmäßig werden Seile entlang der Häuser gespannt, damit die Menschen bei der Evakuierung nicht von den Wassermassen mitgerissen werden. Es war eigentlich ganz einfach. Ich hatte am Morgen schon meine Tasche gepackt und es ging alles gut. Da waren Menschen, die uns geholfen haben. Es ist eine Katastrophe. Ich war den Tränen nahe, als die Menschen mir ihre Erdgeschosswohnungen gezeigt haben. Und ich habe eine Frau gesehen, die auf einer überschwemmten Straße stand, auf Hilfe wartete, aber niemand war da. Nicht viel besser sieht es in Lüttich aus. Teile der Stadt sind überschwemmt, die Maas war über die Ufer getreten. Die Behörden haben die Menschen entlang des Flusses aufgerufen, die Gegend zu verlassen oder aber, soweit nicht mehr möglich, höher gelegene Stockwerke aufzusuchen. Insgesamt ist die Zahl der Todesopfer in Belgien auf mindestens 9 gestiegen.
Betroffen von Überschwemmungen auch Teile der Niederlande, wie hier die Stadt Falkenburg östlich von Maastricht. Auch hier und in anderen Teilen der Provinz Limburg haben die Fluten Straßen überschwemmt, Häuser und Geschäfte zerstört. Die niederländische Regierung hatte Soldaten zur Hilfe in die Krisenprovinz geschickt. Gestern besuchte das niederländische Königspaar die betroffene Region und die Stadt Falkenburg.